Die Ernährungsgesellschaften sind sich uneins, ob die vegane Ernährung in der Schwangerschaft adäquat sein kann. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung zum Beispiel rät davon ab. Das US-amerikanische Pendant sozusagen, die Academy of Nutrition and Dietetics, sieht das ganz anders und hält auch hier die vegane Ernährung für adäquat. Wir wollen uns jetzt auf eine Ebene darüber begeben und schauen uns einfach mal die Forschung an. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Lisa Michelle Dietz. Ich bin Molekularbiologin und Ausbilderin bei Ecodemy. Während der Schwangerschaft steigt der Bedarf der meisten Nährstoffe an. Hier wird dann die Nährstoffzufuhr für die meisten Schwangeren zur Herausforderung, ungeachtet der Ernährungsform. Deshalb werden vielen Schwangeren Supplemente empfohlen, nicht nur Veganerinnen. Allen voran die Folsäure. Die ist nämlich besonders wichtig, um die Entwicklung des Kindes besonders auch in frühen Stadien zu fördern. Ein Folsäuremangel kann zum Beispiel zu Neuralrohrdefekten führen. Im schlimmsten Fall bedeutet das, dass das Kind sozusagen ohne Gehirn geboren wird, das nennt sich dann Anenzephalie. Diese Kinder sind meistens nicht lebensfähig und sterben kurz nach der Geburt. Um das Risiko für diese Neuralrohrdefekte zu reduzieren, wird empfohlen, schon vor der Schwangerschaft Folsäuresupplemente einzunehmen. So empfiehlt es zum Beispiel auch die Deutsche Gesellschaft für Ernährung. Die DGE spricht sich auch dafür aus, dass es sinnvoll sein könnte, Jod- und Eisensupplemente in Betracht zu ziehen. Gleichzeitig bewertet die DGE die vegane Ernährung in der Schwangerschaft jedoch als unzureichend, da der erhöhte Nährstoffbedarf nur mit Hilfe von Supplementen gedeckt werden könnte. Wenn wir uns das Beispiel der Folsäure anschauen, dann haben wir in Studien sehen können, dass Veganer durchschnittlich besser versorgt sind mit Folsäure im Vergleich zu Mischköstlern. Das allein ist natürlich noch kein Entscheidungsgrund für eine vegane Ernährung in der Schwangerschaft. Deswegen schauen wir uns jetzt die Ergebnisse einer aktuellen Meta-Analyse an. Das bedeutet, hier wurden mehrere Studien zu vegan-vegetarischen Schwangerschaften ausgewertet und verglichen. Das wichtigste Ergebnis gleich vorweg, eine vegane Ernährung in der Schwangerschaft konnte in diesen Studien nicht mit einem erhöhten Risiko für Komplikationen oder Fehlbildungen assoziiert werden. Bei den einzelnen Nährstoffen ist die Lage ganz unterschiedlich ausgefallen. Bei B12 allen voran ist es natürlich ganz wichtig, darauf hinzuweisen, dass bei einer veganen Ernährung zur Versorgung mit B12 Supplemente eingesetzt werden müssen. Wichtig ist auch der regelmäßige Bluttest, um wirklich den Versorgungsstatus überprüfen zu können. Mehr zum beliebten Thema B12 findet ihr in diesem separaten Video. Der nächste potenziell kritische Nährstoff in der Schwangerschaft ist Eisen. Nicht nur für Veganerinnen kann die Zufuhr über die Nahrung sich schwierig gestalten. Deswegen sollte hier definitiv mit einem Arzt zusammengearbeitet werden, unabhängig von der gewählten Ernährungsform. Gegebenenfalls können hier Supplemente Sinn machen. Bei einer veganen Ernährung kann man außerdem darauf achten, dass man geschickte Lebensmittelkombinationen einsetzt, um die Bioverfügbarkeit von Eisen zu erhöhen. Mehr dazu findet ihr auch in einem separaten Video. Das findet ihr nämlich hier. Darüber hinaus fällt die Zufuhr von Calcium, Vitamin D und Jod bei Veganern meistens niedriger aus im Vergleich zu Mischköstlern. Deswegen ist darauf zu achten, dass man zum Beispiel im Fall von Jod genügend Eigen zu sich nimmt, im Falle von Vitamin D genügend in die Sonne geht oder im Winter, wenn dann eben nicht genügend UV-Strahlung vorhanden ist, ein entsprechendes Supplement einsetzt und bei Calcium auf die richtigen Lebensmittel achtet. Wenn man auf diese Punkte achtet, dann sollte es auch in der Praxis möglich sein, bei diesen drei Nährstoffen Versorgungsengpässe zu umgehen. Unabhängig von der Ernährungsform ist es noch wichtig, darauf hinzuweisen, dass in der Schwangerschaft nicht geraucht werden sollte, kein Alkohol konsumiert werden sollte und auch der Konsum von Koffein so weit wie möglich reduziert werden sollte. Bei diesen ganzen Punkten der Vorsicht bringt die vegane Ernährung in der Schwangerschaft auch potenzielle Vorteile mit sich. Die wollen wir uns jetzt noch anschauen. Positiv zu bewerten ist die Nährstoff- und Energiedichte vollwertiger pflanzlicher Lebensmittel. Das bedeutet ganz praktisch, dass man durch diese Lebensmittel nicht übermäßig viel Energie zuführt und so wahrscheinlich auch die Körpergewichtszunahme in der Schwangerschaft im Rahmen ausfallen sollte. Das ist besonders unter den Aspekten der Krankheitsprävention positiv zu bewerten. Studien geben nämlich starke Hinweise darauf, dass eine übermäßige Gewichtszunahme während der Schwangerschaft zu einem erhöhten Risiko für langfristiges Übergewicht sowohl für Mütter als auch die Kinder führen kann. Darüber hinaus kann eine vegane Ernährung in der Schwangerschaft das Risiko reduzieren, an Listeriose und Toxoplasmose zu erkranken. Denn die risikobehafteten Lebensmittel werden automatisch in einer pflanzlichen Ernährung gemieden.
Weitere Informationen sowie genaue Zahlen, zum Beispiel zu den Zufuhrempfehlungen, findet ihr im passenden Artikel zu diesem Thema. Den ganzen Artikel könnt ihr euch zum Beispiel auch ausdrucken oder euch auch den passenden Podcast dazu anhören. Den Link zu beidem packe ich euch in die Infobox unter diesem Video. Jetzt kommt das abschließende Fazit. Wer sich für eine vegane Ernährung in der Schwangerschaft interessiert, sollte über Vor- und Nachteile gut informiert sein. Allen voran ist hier besonders die Versorgung mit Vitamin B12 und Eisen zu erwähnen. Die Forschungslage zeigt uns, dass eine vegane Ernährung in der Schwangerschaft durchführbar ist. Es ist nicht ganz trivial, so wie generell eine Ernährung in der Schwangerschaft wirklich größte Sorgfalt bedarf. Deshalb kann es generell sinnvoll sein, professionelle Hilfe von Ernährungsberatern und Ärzten in Anspruch zu nehmen. Jetzt seid ihr gefragt. Wo ihr jetzt die ganzen Informationen zu veganer Ernährung in der Schwangerschaft gehört habt, wie würdet ihr euch denn da persönlich entscheiden? Würdet ihr euch für oder gegen eine vegane Ernährung in der Schwangerschaft entscheiden? Ich bin sehr gespannt auf eure Meinung in den Kommentaren. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen und ich freue mich dann, euch beim nächsten Mal wiederzusehen. Bis dann, ciao, ciao!